Das ist der Doppelpunkt heute, das Gespräch mit dem Freddy Bickler. Er ist Manager vom FC Zürich und das seit fast 10 Jahren. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. In dieser Zeit hast du dich ja, wenn man deine Karriere gesamthaft anschaut, auf Verschiedenes müssen gewinnen. Was ist eigentlich schlimmer, wenn man selber rausgeht wieder oder wenn man einen rausgehen muss? Ja, beides ist nicht ganz einfach und mir wirklich grausam schwer, sich von irgendjemandem müssen können zu trennen. Können. Aber, oder ja, können jetzt gerade, weil es ist gut, wenn wir ein paar Änderungen haben. Aber ich muss sagen, die Zeit, die kommen dazu. Wir haben fast keinen Spieler mehr. Mal, es kommt schon richtig. André? Ja, sicher. Wenn man wahrscheinlich den Präsidenten fragt, immer noch zu viele Spieler, aber ich bin dran, ich bin am Arbeiten. Nein. Wie war es zum Beispiel, wo der Captain rausgerührt hat, der Silvan Egerton vor kurzem? Ich meine, der Captain rausrührt aus der Mannschaft, das ist also nicht üblich, oder? Ich weiss aber auch nicht, ob man dem rausrühren sagen. Ich meine, er hat einen auslaufenden Vertrag gehabt, er hätte den um ein Jahr können verlängern noch für ein paar Monate, hätte das nicht wollen. Und jetzt haben wir müssen sagen, wir wollen den nicht für 2 Jahre verlängern. Also ich weiß nicht, ob es rausrühren ist, aber einfach ist es gleich nicht. Kommen wir noch ein bisschen zurück, du hast ja eben verschiedenste Erfahrungen gemacht, auch negative. Bei IB, wo du dann gelandet bist nach GC, wie war eigentlich das Ende bei GC? Ist das auch ein bisschen, was soll ich sagen, unter Absingen wüster Lieder passiert? Nein, ja, GC war noch speziell. GC ist ja dort gerade ein bisschen verkauft worden, haben ein paar Leute müssen gehen. Mit dem alten Präsidenten, also damaligen Präsident Romano Spadaro, habe ich eigentlich den Vertrag noch verlängert. Aber die neue Führung hat dann nicht mit mir weitermachen und ich wollte dann schlussendlich wirklich auch nicht mehr. Weil ich hätte auf diesen Vertrag können bestehen. Dann habe ich aber ein halbes Jahr für die UEFA gearbeitet, bei dem zu IB. Und dann kommt das IB-Ende, ja, das ist wirklich alles andere als schön gewesen. Das ist, denke ich... Erzähl mal, wo die Polizei gekommen ist. Ja, das ist noch gut gewesen. Wir haben, einfach überraschend ist das gewesen. Wir sind an einer Sitzung gewesen. Wir haben uns eigentlich einen Hinterhalt gelockt. Wir sind weg gewesen vom Büro und haben dann gemerkt, dass dort, wo wir uns dann aufgehalten haben, gar nichts läuft. Also wir sind der damalige Vizepräsident von IB, ein Rechtsanwalt, Präsident, der Finanzchef. Und dann, wo wir gemerkt haben, da stimmt irgendetwas nicht und ins Büro zurück wollen, sind Schlösser ausgewechselt gewesen. Wir haben aber noch jemanden gehabt, der im Büro eingeschlossen war, der uns dann reingelassen hat. Ungetreue Geschäftsbesorgung hat es geheißen und Urkundenfälschung. Und du bist abgeführt worden? Nein, sie haben mich dann nicht abgeführt. Sie haben Vertrauen gehabt zu mir. Sie haben mich am anderen Morgen auf die Polizei bestellt. Das ist dann zu Verhandlungen gekommen. Es ist dann auch vor die Untersuchungsrichterin gekommen. Aber die hat das schnell weggelegt und gesagt, da liegt kein Grund für eine Anzeige vor. Aber ist der Fußball eigentlich ein lausches Geschäft, wo eben so lausche Figuren umschwirren? Nein, ich denke, das ist wirklich gut, dass das länger sie weniger eine Chance hat, wobei, dass ich ehrlich auch dazu kann stehen, dass Serie-Typen schon immer auch noch rumlaufen, aber länger sie weniger. Ja gut, und vor allem, wenn man gehört, die Wettmafias, die es überall gibt, oder? In der Schweiz vielleicht weniger, aber sind auch Spieler und Spiele von der Schweiz sind da irgendwie mal ins Visier geraten. Ja, das ist so und das wird es auch immer geben und das macht der Fußballclub den Fußball kaputt, da müssen wir auch alle zusammen danach kämpfen. Bist du schon kontaktiert worden von Leuten, die wollen Spiel manipulieren? Nein, also nicht in dem Sinne, nein, was also. Du jetzt sagst. Nein, ich sage gerade, warte auch nur. Wir haben auch schon mit IB ein Meisterschaftsspiel gehabt. Kann ich auch sagen, gegen GC. Und da hat unsere gegnerische Mannschaft versprochen, dass es uns gut geht, wenn wir GC schlönen, weil dann wären sie Meister geworden. Aha. Also GC hat euch wollen bestechen? Nein, gar nicht. Nicht GC. Wir hätten GC müssen schlagen, wir haben das GC nicht geschlagen und sie sind durch das Meister geworden. Und wer hat euch das gesagt? Ja, du musst jetzt halt mal anschauen. In welchem Jahr ist es? Das lasse ich offen, so einfach lasse ich es jetzt nicht machen. Aber das ist ein Schweizer Club. Ja, in dem Fall, oder? Ein Schweizer Clubpräsident selber, himself. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer das alles war. Könnte er aus dem Wallis kommen? Könnte, aber muss nicht. Okay, also da sind wir, glaube ich, auf der rechten Spur, oder? Nein, ich habe gesagt, muss nicht. Muss nicht, okay, gut. Also muss ich ein bisschen aufpassen, der Konstantin geht immer vor Gericht, oder? Du hast nach dem Spiel gegen Basel ein paar klare Worte gebraucht, was man selten gehört von einem Manager. Du hast gesagt, es können alle gehen, wir brauchen die nicht mehr. Und das sei Arbeitsverweigerung. Also das ist jetzt der Tiefpunkt. Tiefer geht für einen Manager nicht mehr, oder?
Ja, ist richtig. Ich muss aber dort vielleicht auch ein, zwei Sachen dazu sagen. Erstens bin ich zuerst zum Präsident. Habe gesagt, los, ich will mit den Spielern Klartext reden. Ich muss mit ihnen Klartext reden. Und habe gesagt, ich werde jeden Tag, wo sie so eine Arbeitseinstellung haben, anhängen. Als letzten Match. Und das werden sie dann irgendwo müssen nachholen. Und das vom Gehen habe ich schon auch gesagt, aber ich habe selbstverständlich auch nachgeschoben, dass sie nicht das Gefühl haben, sie können dann gratis aus einem Vertrag raus. Also es kostet ja schon einen Auskaufsumme. Also das ist jetzt nicht Motivation, das ist jetzt die Bedrohung, oder? Das ist jetzt eine Bedrohung von den eigenen Spielern, die sollten ja nicht nur arbeiten, du hast eben gesagt, Arbeitsverweigerung, sondern sollten auch noch Spass haben am Ganzen. Ja, das stimmt. Ich mache das nicht gern, überhaupt nicht gern. Auch das fällt mir schwer. Aber wir sind wirklich an einem Punkt gekommen, wo irgendetwas hätte müssen passieren, wo du hast müssen aufrütteln, wo du etwas musst auch provozieren. Ich sage, ich stehe lieber in den Zeitungen innen mit anderen Titeln oder auch als, ich sehe mich lieber als der angenehme Freddy, als wenn du dann so Schlagzeilen hast. Aber als Chef, oder? Ich habe da eine gewisse Erfahrung. Auch wenn du so ausrufst, dann bist du also wirklich am Ende. Weil das kann nicht mehr als Motivation dienen. Nein, man muss das sehen. Wir haben seit einem Jahr jetzt wirklich, wir müssen nicht wegdiskutieren, das ist keine gute Zeit. Das ist eine schwierige Phase. Wir kommen nicht aus dem Loch raus. Ich denke, wir haben... Was heisst, wir kommen nicht raus? Wir gehen immer tiefer rein. Ja, ich kann es jetzt noch positiv färben. Wir kommen nicht raus, aber nein, wir finden wirklich Kurven nicht. Wir haben vieles versucht. Und was haben wir versucht? Also du hast ja eben einfach gedacht, es kann nicht schlechter werden. Und denk daran, alles, wo man das Gefühl hat, sagt der Guru, es sei schon schlecht, kann noch schlechter werden. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Nein, ich glaube dir das natürlich selbstverständlich. Aber du bist nicht mehr weitergekommen, noch einmal. Und dann musst du einen klaren Schnitt machen. Und wir haben den Schnitt gemacht. Und ich denke, im Sommer geht der Schnitt noch einen Schritt weiter. Ja, aber trotzdem. Jetzt müssen wir doch mal schauen, was passiert ist. Die wichtigsten Spieler sind weg. Der Trainer hat Probleme gehabt. Ich weiss nicht, bist du überhaupt auf die Idee gekommen, den Urs Fischer zu nehmen? Weil im Prinzip entspricht er, jetzt lacht er, im Prinzip entspricht er nicht ganz dem Typ. Ich habe immer das Gefühl gehabt, so einer wie der Favre, der Lucien Favre, das war ein Trainer gewesen, wo du aus Mettmannstedt das Gefühl hast, wow, das ist ein super Typ. Das darfst du auch nie machen, du darfst nie deine Typen nehmen. Das kommt nicht gut, das ist auch so nicht gut gekommen. Das kannst du mir jetzt natürlich sagen, ist klar. Aber du musst immer den Typ, der zu dem Zeitpunkt zu der Mannschaft herpasst, und Nein. Heute mal das war einfach der. Der haben einfach genommen. Der hat schon mal geschaut, wer ist noch da? Das ist der richtige Trainer zum richtigen Zeitpunkt gewesen. Du bist ja fast Meister geworden mit ihm. Also so falsch kann das nicht. Aber er hat offenbar Probleme gehabt, unter anderem oder vor allem auch mit ausländischen Spielern, die sich auch über ihn beklagt haben, über seine Art. Ja, das ist klar. Das Was stimmt. Heißt, das klar? Dass die sich beklagt haben, das wollte ich. Wollte ja gar nichts abstreiten. Ich gebe alles zusammen zu. Aber das darf doch nicht sein. Nein, das kann nicht sein, aber ich muss auch dazu sagen, wenn du irgendwo in eine Krise reinkommst, wenn nichts mehr stimmt, wenn nichts mehr gut ist, ja, dann sucht man halt auch bei Sachen, die vielleicht vorher mal gut gewesen sind oder die nicht so schwer gewogen haben, wo man mit dem hätte können leben und jetzt hat es halt irgendwann das Fass zum Überlaufen gebracht. Eben, aber das bringt doch katastrophale Stimmung in die Mannschaft, oder? Dann nimmt er eben noch, Entschuldigung, dass ich nochmal auf das komme, den Egerter als Captain, der so eine Art so ein Klon, der nur ein Fischer ist. Und die sind, so wie er früher war, also gut, so ein bisschen der Holzhammer-Fußballer, der sich einsetzt, aber technisch, sagen wir mal, nicht ganz auf dem Niveau von Messi ist. Also, ich tue jetzt deine fußballerischen Einschätzungen nicht weiter kommentieren. Doch, aber würdest du sagen, sie liegen ganz falsch? Ich tue es nicht weiter kommentieren. Doch, du kommentieren. Der Silva Legeter war vorher schon Captain gewesen. Also, der hat nicht Urs Fischer zum Captain gemacht. Okay, aber ist vom Typ her sicher gar nicht weiter weg vom Urs Fischer. Das stimmt ganz sicher. Das würde ich so auch können. Aber wann hast du denn gemerkt, es heisst immer, der Trainer wird nicht entlassen, bis 5 Sekunden bevor man entlassen. Das war auch bei uns so gewesen. Es ist immer weiter runter, runter und runter gegangen. Wir haben immer gesagt, ja, wir spielen die Saison zu Ende mit dem Urs Fischer. Und dann haben sie es trotzdem nicht gemacht. Da muss ja irgendetwas passiert sein. Der Schaland hat ja mal gesagt, das hat vor allem den Einfluss von Leuten im Umfeld von der Clubleitung, dass sie es gar nicht mehr im Griff haben. Weder du noch der Präsident, sondern dass die anderen, die auch ein bisschen zahlen und so, dass die gesagt haben, so geht es nicht mehr weiter.
Ja, das wie soll ich dir jetzt das erklären? Kannst du sagen, ja. Ja, ja. Nein, irgendwo kommt der Anstoß aus dem Umfeld, das ist klar. Aber schlussendlich bist du ein Komitee, eine Kommission, die miteinander entscheidet. Und dort sind nicht alle gleicher Meinung gewesen. Das ist sicher auch so. Aber schlussendlich gehst du als Einstimme raus, so wie es die Mehrheit wette. Und dann drehst du das mit. Und so habe ich das auch mitgetragen. Entschuldigung, jetzt komme ich aber gar nicht mehr raus. Ja. Ich habe gemeint, du bist ein Profi. Ich habe dir nicht gesagt, wie wer abgestimmt haben. Es sind 5 oder 6 Leute, ja, drin, ja, die eine Mehrheit gegeben. Ja. Also wenn du wer gestimmt hat, dann ist das gut. Ich mag mich gar nicht mehr genau erinnern. Aber du hast gar keine Kompetenz. Oder der Präsident hat gar keine Kompetenz, den Trainer zu behalten oder zu wechseln. Was ist denn das? Ist das eine Vollversammlung, die ihr dort habt? Nein, das ist nicht eine Vollversammlung. Das sind 6 Leute, noch eines, die miteinander entscheiden. Eben, ja. Dann ist es eine Vollversammlung. Also ich meine, wenn ich jetzt hier einen Verwaltungsrat habe und einen ist CEO, dann kann doch der Verwaltungsrat nicht ununterbrochen solche Entscheidungen irgendwie mitbestimmen. Dann kannst du ja gerade aufhören, dann braucht es dich ja gar nicht mehr. Ja, das wäre konsequent, was das so könnte sein. Aber noch eines, ich habe wirklich das Gefühl, dass man, nicht nur das Gefühl, ich weiss, dass man auf mich los, das zeigt sich auch in der neuen Trainerwahl, die wir gemacht haben, die wichtig war für mich. Aber es gibt halt etwa die wirklich Entscheidungen, die du vertreten und musst dahinter stehen. Aber das ist doch die wichtigste Entscheidung. Würdest du anders entscheiden. Das ist die wichtigste Entscheidung. Ach, das ist der Doppelpunkt mit dem Freddy Bickel. Nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.